Ach so! Ach, hier wieder helfende Elfen. Oh, hier. Ne, für unsere Community. Dicke Elfenärsche. Und natürlich nicht die Brüste vergessen. So, wo sind sie? Ach, da drüben. So, meine Freunde, können wir? Danke. Die sind nicht allzu schnell, die Herrschaften. Und hier brauchen wir auch noch. Folg mir, mein Freund. So, paddeln, paddeln, paddeln. Da hinten ist nämlich der Schalter, den wir brauchen. Da in der Ecke. Ah, diese kleinen Minigames, ne? Die sind der Hammer. Was bist du denn? Du bist doch noch so eine Elfe, oder? Nein. Es ist Lebensenergie. Neuer Scherge für euch. Was haben wir denn hier hinten noch? Nichts. Auf jeden Fall haben wir da Staubsaugervertreter. Was haben wir hier noch Hübsches? Also Lebensenergie wäre mal ganz schick. Ja, bringt ja alles nichts. Müssen wir drauf. Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Ach so, jetzt habe ich das gecheckt. Wichtel sind da drin und da drin sind... Ach, daneben. Viel zu langsam, Kollege. Jetzt aber. Na? Ja, mehr Glück als andere, aber okay. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal auffüllen, das ganze Lager. Dass wir 8 da haben. Also 8 brauchen wir, ja. Wahrscheinlich Wichtel. Nein, eine fette Elfe. Und noch eine fette Elfe. Gut, lassen wir das mal. Wir stellen uns jetzt erstmal alle hier drauf. So. Dann halt so. Auch nicht. Alter. Die sind aber auch manchmal anstrengend, die Herrschaften. Position einnehmen. Gut, dann machen wir es anders. Zurück, 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 zurück. Und als Pulk da oben drauf. Meine Fresse. So, jetzt ist wahrscheinlich hier links das Tor aufgegangen. Nein. Welches denn auf? Was ist denn aufgegangen? Ich bin etwas verwirrt. Was ist aufgegangen? Meine Jutzen. Ah, hier ist was aufgegangen. Okay, jetzt brauchen wir 12. Und hier ist wieder ein Mini-Rätsel. Was passiert? Nichts. Nichts passiert ist auch immer super.
Ach was. Blaue Schergen können andere Schergen wiederbeleben. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das Ding ist, ich habe nicht gesehen. Ach so, da ist der Kran. Okay. I understand. Komm mit. So. Und ach, daneben. Na, komm. Das Ding ist, umso mehr man da hinschickt, umso schneller ist natürlich der Kran. Ist natürlich schön fürs Let's Play, aber ist nicht unbedingt so easy, wenn der so flink ist. Nein! Geht da mal hin. Los! Langsam bin ich zickig. Haben wir. So, wiederbeleben bitte. Den Kollegen. Dann sind wir 12, richtig? Ist natürlich auch cool. Die können nicht nur schwimmen, die Viecher, die können auch magische Barrieren durchlaufen und. Jetzt ist da offen. Ach du Scheiße. Sind da auch noch Leute? Ihr solltet wissen, großer Lord, dass die Blauen über eine einzigartige Täuschungsfähigkeit verfügen. Sie werden beim Ausschwärmen kurz unsichtbar. Damit könnt ihr sie an Wachen vorbei zu Rädern und Schaltern führen, ohne dass sie gesehen werden. Achso, wenn sie so. Eines der Gefängnisse der Blauen öffnen, Lord. Kehrt hierher zurück, wenn euch die Blauen ausgehen. Mhm. Werde ich tun. Okay, also wenn die ausschwärmen, wenn ich sie mit, wenn ich sie losschicke mit linke und rechte Maustaste, dann kann man die also nicht sehen. Das ist quasi so wie die Tarnfähigkeit der Grünen. Bloß, dass die halt das nur umstehen können. Die sind ja voll low. Ach da. Okay. Also, wir können sie jetzt also an denen vorbeischleusen, ja?
Jetzt hier so dran vorbei. Und zurück. Und da drauf. Wir machen immer so einen auf Mission Impossible, die Viecher. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt ist nur so die Frage, wie komme ich an denen vorbei, ohne auf die Fresse zu kriegen? Mhm. Kann ich jetzt einfach hinter denen langlaufen, oder? Tatsache. Nicht zu fassen. Okay, was haben wir hier noch drin? Oh, Leben. Leben ist immer supi. So, so bei der Tatsache, dass ich so auf die Fresse gekriegt habe vorhin. Also diese Elite-Wachen sind schon... Könnt ihr eure Blauen an den Wachen vorbeiführen? Solange sie sich bewegen, werden sie nicht entdeckt. Naja. Oh, fieses Lachen. Also, da drüben haben wir was. Da haben wir einen Schalter und da ist noch ein Schalter. Also, los geht's. Von gar keinen, nicht mal von dem Staubsaugermenschen. Oh, der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Ah ja, das war halt ein Fehler, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Also, wenn man sie zurückruft, sind sie also sichtbar. Aber glücklicherweise ist ja in der Nähe ein kleines Blauenlager gewesen. Okay, das ist ungünstig. Aber es war auch alles noch nicht jeder. Aha. Ah ja, okay, wir haben also die Elfen freigelassen. Ach so! Deswegen! So, ich bin wieder frei. Deswegen läuft hier gerade nichts mit meinen Blauen, weil wir das Elfenlager freigemacht haben. Aha. Ja, ja, genau. Ihr sollt mich anbeten und nicht die römische Elfe. Ja, das erklärt auch, warum ich meine Leute nicht zurückrufen konnte. Hier geht mir auf den Sack. Wie viel? 8. Natürlich, das war wieder so klar. Keine Ahnung, ob ich die da irgendwie draus befreien kann, wenn ich sie trete oder so. Ja, alles so liebestaumelnd hier. Na gut, dann wollen wir uns mal um die Soldaten kümmern, würde ich sagen.
Ja, das hat ja viel gebracht, oder? Was auch immer das jetzt gebracht hat, unsere Soldaten sind aus dem Bann. Finde ich supi. Gut. Kann man jetzt nicht meckern. Was ist mit den Herrschaften da? Was habt ihr zu feiern? Ich hoffe mal nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie seht oder so. Für dich? Na gut. Mhm. Kommt hierher. Ich weiß auch nicht, was das ist. Sobald ich die losschicke. Kommt wieder irgend so ein Spacko an und ist der Meinung, er müsste mich angreifen. So, also ich glaube, wir können jetzt hier wieder zurücklaufen. Oh Mist. Achso, ja. Hier ist ja sowieso so ein Lager. Von daher ist es relativ egal. Nehmen wir lieber, ich bin noch gerade echt ein bisschen am Überlegen. Also manchmal. Das sieht natürlich alles so easy aus, wie ich das hier spiele, aber. Ab und an muss man wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Ja, wenn ich jetzt da hinlaufe, dann könnte ich das machen und dann könnte ich die mit dem. Hm. Also, jetzt habe ich den Schalter da unten betätigt und jetzt können wir hier wieder zurücklaufen. Für den Schalter ganz hinten benötigten wir 20 blaue. Oder 20 Vasallen per se. Und für diesen nur 12. Automatisch gespeichert. Könntet ihr diesen Modus bitte mal beenden? Danke. Ach ja, genau, ach ja. Wir mussten ja dieses olle Bötchen. War mir ja so klar. Ab, rin mit euch. Na was denn? Ich drücke da Leertaste. Paddeln. Paddeln, paddeln, paddeln. Nee, 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 nee. Ich will halt nicht Leertaste, Leertaste. Ich will hier Leertaste kaputt machen, Leertaste. Wie er es geahnt hat. Oh. Wie er es geahnt hat. Könnt. Ich raste dich nochmal aus, ey. Mein Gott. Manchmal ist aber auch echt stressig, dieser Job. Achso, Männers Randa. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Mal gucken. Zurück, zurück, zurück. Wenn wir hier vielleicht irgendwo ein kleines Easter Egg finden, das ist ja manchmal so. Rechts, links gucken. Mhm.
Gleich raste ich aus. Ohne Scheiß. Also viel fehlt nicht mehr. Diese Steuerung geht mir derart auf den Sack. Jetzt sind schon wieder... Weil er geht nicht von der Plattform runter. Er bleibt dann da stehen und hängt sich auf. So eine Scheiße. Jetzt sind schon wieder blaue Schergen tot. Aber es war jetzt nicht so wild. Gut, haben wir das auch geschafft. Ah, ich glaube, es wird Zeit für eine Aufnahmepause. Ich werde nämlich immer stiller. Umso später es wird. Ich denke mal, hier ist ein ganz guter Ort für einen Break. Er hat gerade sowieso ein Autosave gemacht. Ich würde sagen, mit diesem Lachen hören wir auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Overlord 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich abonnieren, nicht vergessen. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Midnight. Ciao. Evil always finds a way.